Ja, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe vom SI Talk. Und gestern war eine wilde Achterbahn, so wie wir es eigentlich erwartet haben. Nach Öffnung von den USA ist zu einer Trendwende gekommen. Ich habe Ihnen ja auch noch den Call geschickt, den ich auch dann nachher gemacht habe. Alle, die es gemacht haben, gratuliere. Sie sind ungefähr 30% vorn, denn wie ich ausgeschickt habe, waren wir nur bei 42 oder in der Minute, wo ich das zusammengeschrieben habe, wie wir es dann ausgeschickt haben, waren wir dann schon bei 22. Realistischerweise, oder ich so habe sie gekriegt, also mit 2,28 habe ich dementsprechend Positionen gekauft. Jetzt stehen wir irgendwo bei 92. Ist nicht schlecht, aber es ist natürlich extrem hohe Volatilität drinnen. Wir sehen, wir waren unten bei 9,3 gestern in der Öffnung USA. Dann hat es gedreht, waren wir 9,9, 600 Punkte gemacht im Future. Wenn man es da oben verkauft hätte, hätte man schon wieder ja gut 40% Profit gehabt. Wir waren da irgendwo bei 3,20, 3,30. Wir sehen aber hier ganz eindeutig, dass wir hier eine wirkliche einen Deckel drauf haben. Wir haben hier vor allem ein Gap und dieses Gap muss zugemacht werden. Das sind so ungefähr bei 9.900, schauen wir nochmal genau, 9.980 müsste der Markt rauflaufen. Die sind dann in diesem Optionsschein 3,40, 3,50 und da ist die Überlegung, ob man das auch wieder zurückdeckt. Ich bin insofern nicht enttäuscht, was diese Entwicklung betrifft. Das war genauso, wie ich es erwartet habe. Ich bin eher enttäuscht von dieser Entwicklung, wie wir danach weggegangen sind. Das sehen wir hier noch im S&P 500 besser. Wir sind rauf, aber dann wieder runter. Haben da unten so eine Art möglicherweise doppelten Boden gemacht und hängt halt dann einfach davon ab, wie es heute reagiert. Denn eigentlich war meine Idee, dass wir zurückgehen bis in diesen Bereich von 10.400, 600, darauf korrigieren, würde man dort den Optionsschein noch halten, wird er sich irgendwo bei 5 bis 6 Euro stehen, also ungefähr, weiß nicht, 100, 150, 200% Profit. Das wäre so die Marschrichtung gewesen. Umsatzvolumen war extrem hoch, das ist sehr gut, das ist positiv zu sehen. Da ist sozusagen am Markt sehr viel umgesetzt worden. Und ja, ich warte jetzt einmal ab für all diejenigen, die den Gewinn sichern wollen, können natürlich jetzt schon hergeben, dann haben wir ungefähr 30% Profit. Für all diejenigen, die nur ein bisschen draufbleiben wollen, würde ich dann sagen, schauen Sie sich die Marke an. Hier in diesem Bereich 9,89 irgendwo, 9,89 würde ungefähr 3,40, 3,50 entsprechen. Wenn ich mich da ein bisschen verkalkuliere, weil der Optionsschein aufgrund der Volatilität anders berechnet wird, dann verkaufen sie dort einfach, wie heute halt der Markt ist. Wenn sie 3,20 kriegen, kriegen sie 3,20, wenn sie 3,70 kriegen, kriegen sie 3,70. Für die ganz hartgesotten oder die so große Positionen gekauft haben, dass sie eine Halbierung auszahlt, die sollten sich halbieren und oder sollte dort die Position halbieren und warten, ob man bis 10,4 oder sowas geht. Meine Marschrichtung ist noch immer rauf bis 10,4 und dann wird sich entscheiden, ob wir nochmal die Welle nach unten nehmen und vielleicht sogar auf die 8600 ansteuern. 8300 wäre theoretisch möglich. Das ist jetzt so mal meine Überlegung. Also runter, rauf aus Durchbruchsbestätigung sozusagen und dann den finalen Abtaucher machen. Natürlich ist es so, dass Einzelaktien extrem stark bewegt haben. Apple, wenn sie gestern in der Öffnung gekauft hätte, hätten sie es mit 92 bekommen. Ein paar Stunden später waren wir bei 108. Das sind 16 Dollar. Das sind 16-17% bei einer Apple in einem Tag zu machen, das ist schon eine Sensation. Da sieht man, wie stark und wie nervös der Markt auch ist. S&P haben wir gesehen, Reaktion war heftig. Auch hier ist es so, langfristig wissen Sie, ist mein Ziel oder mein Mindestziel eigentlich, die 1820 nur nach der Reaktion von gestern sollten wir jetzt ein Pullback machen auf die 1970 rauf und von dort wieder nach unten drehen, weiß ich nicht, ob die 1820 halten. Da sind dann eher die 1740 oder sowas in dieser Region, also diesem Bereich realistischer.
dass man da in diesen Bereich reinfällt. Es hat hier natürlich eine starke Bedingung bei der 18-20, aber 17-40 eher das Thema. Dann sollten hoffentlich die Bewegungen bei den Indizes abgeschlossen sein, wobei unser großes Problem ist ja nach wie vor der Bond Future, und da kommen wir jetzt dann gleich noch dazu. Also Marschrichtung ist klar für all diejenigen, die jetzt, wir sind jetzt bei 2,97, also jetzt sind wir ungefähr ja, 60 Cent, 70 Cent vorne bei diesem Optionsschein, das ist nicht schlecht. Ja, muss man mal schauen, wie es dann dementsprechend weitergeht. Aber für alle, die den Gewinn sichern wollen, ist sicher, wie es auch so schön an Gewinnmitnahmen ist, noch keiner gestorben. Trotzdem sollten wir bis 10,4 laufen und dort die Trendwende machen. Aber die Gefahr ist halt einfach, je früher, dass wir wieder drehen und nicht diese Marke berühren, umso schlechter muss man eigentlich die Gesamtfassung des Marktes einschätzen und umso weiter, umso tiefer sollten wir dann fallen. Und das ist eigentlich genau das Problem, was man dabei hat. Also die 10,4, 10,6 ist ideal, wäre ideal typisch, würde perfekt reinpassen, aber ist natürlich nur eine Indikation und kann natürlich nicht eins zu eins umgesetzt werden. Gold war schwächer, Goldaktien, Goldminen auch vor allem. Das sehe ich aber als eine normale Reaktion eigentlich rauf. Und ich habe eigentlich jetzt erst die Goldschwäche erwartet, wenn der Markt wieder besser tendiert. Weil einfach ja, hier schon eine gewisse Verunsicherung war, ausgelöst durch den Yuan. Der Yuan-Abwertung darf man einfach nicht unterschätzen. Das war die erste Abwertung, glaube ich, seit 20 Jahren, die die Yuan überhaupt gemacht hat. Da können die Europäer davon nur träumen. Wir haben permanent abgewertet. Und von daher darf man das nicht unterschätzen, was dort dementsprechend passiert ist. Auch hier ist es so, wir haben diesen Abwärtstrend, der seit diesem Jahr besteht, nicht gebrochen. Da kommen natürlich noch viele nach oben. Wir sind nach wie vor eigentlich in der Bestätigungsformation dieses Durchbruches. Das heißt, man könnte, wenn man jetzt ein Pessimist ist, auch sagen, das war jetzt die Bestätigung des Durchbruches und jetzt kommt erst die richtige Welle. Ist nicht auszuschließen, muss man ehrlicherweise sagen. Vor allem deswegen, weil jetzt schon wieder sehr viele positive Berichte kommen bezüglich ja, Gold ist doch jetzt ein Safe Haven und so weiter und so fort. Vor 3-4 Wochen war ja Gold total unten durch. Also hier ist Vorsicht geboten. Das könnte auch eine Bestätigung des Abwärtstrends sein. Andererseits ist es auch nur eine normale Reaktion, wenn man mal 100 Punkte macht oder 100 Dollar macht, dass man mal ein bisschen konsolidiert, vielleicht runtergeht bis diese 11,30 oder sowas und von dort an dann die nächste Welle nach oben macht. Und hier kommen wir zum Bond Future. Bond Future war eigentlich für mich gestern die interessanteste Entwicklung. Wir sind natürlich sehr stark gewesen, ganz klar. Schauen wir uns hier mal einen 3-Minuten-Chart an. Wir waren extrem stark, und die letzte Woche, wir waren extrem stark bei den 56,50 rauf, aber sind dann im Tagesverlauf eigentlich nach unten gegangen, haben dann zum Schluss wieder ein bisschen erholt, aber im Prinzip war das eigentlich keine gute Entwicklung. Für mich ist es sowieso, Staatsanleihen sind für mich tabu. Unternehmensanleihen ist ein anderes Thema, da hänge ich halt an der finanziellen Substanz des Unternehmens und nicht an irgendein Versprechen von Politikern, die in der Regel, wir wissen das bei den Wahlen, ja sowieso nicht sollen. Also das war eigentlich ein schlechtes Zeichen für den Bond Future. Normalerweise hätte man so einen Tag viel stärker reagieren müssen. Die Frage stellt sich natürlich, was machen die mit dem Geld? Was macht man mit dem Geld, das aus dem Aktienmarkt herausgeflossen ist? Was macht man auch mit dem Geld, was da teilweise aus dem Anleihenmarkt herausgeflossen ist? Ich glaube, dass das meiste wirklich in Cash geparkt wird, was natürlich dann umso stärkere Dynamik nachher auslösen kann, wenn das Geld wieder veranlagt wird. Ja, Yuan-Euro-Kurs, Sie sehen, der Yuan ist schwächer gegangen gegenüber dem Euro. Wir haben jetzt, oder die chinesische Währung hat 10% jetzt abgewertet in diesem Monat. Das ist natürlich für die chinesische Wirtschaft extrem positiv. Andererseits muss man sich halt einfach mal diesen 2-Jahres-Trend anschauen. Dann sieht man, wo stehen wir jetzt.
Interessant ist allerdings, diese Abwertung, also dieser letzte Schub von 7,10 auf 7,40 geht nicht auf das Konto der Chinesen, das geht auf das Konto des US-Dollars. Sie sehen, der US-Dollar ist extrem schwach gegangen. Sie müssen ja wissen, mehr oder weniger ist ja der Yuan an den US-Dollar gebunden und dadurch ist jede US-Dollar-Bewegung, die wir machen oder was wir sehen, hat auch Auswirkungen auf den Yuan. Und das ist eigentlich ein interessanter Punkt. Also von daher darf man das nicht unterschätzen. Und das wird auch die chinesische Wirtschaft sicher unterstützen, wird allerdings auch die Inflationsgefahr erhöhen. Von der Inflationsseite sehen wir momentan relativ wenig Probleme. Wir haben hier einen Ölpreis, der ja doch relativ schwach ist, der hat auch gestern wieder schwach reagiert. Ist ganz klar, wenn es der Weltwirtschaft an den Kragen geht oder wenn man vermutet, dass der Weltwirtschaft an den Kragen geht, dann ist der US-Dollar auch deswegen schwach. Ist für mich auch noch immer ein Grund, warum ich noch nicht Positionen bezogen habe in einer Lün und einer Breitbeeren. Wir waren bei der Lün gestern unter 2 Dollar, haben dann im Tagesverlauf wieder gedreht. Unter 2 Dollar reizt es mich natürlich schon furchtbar, dass man da irgendwas macht. Die Märkte in Asien selber reagieren heute noch nicht berauschend. Man sieht Hang Seng minus 0,8, das ist okay. Nikkei ist sehr schwach, muss man allerdings sagen. Und Australien ist leicht im Plus. Was eine interessante Nachricht gestern war, und das sollte man nicht unterschätzen, ist, dass der LNG-Export der USA nur mehr Monate entfernt ist. Es gibt da herin ein schönes Interview mit dem CEO von Cheniere Energy, die eben sagen, im vierten Quartal 2015 wird die Sabine Pass Facility in Louisiana eröffnet und von dort sollte eigentlich dann der LNG-Export entweder nach Europa oder Asien beginnen. Das ist natürlich nur die erste LNG-Export Möglichkeit, die USA schafft, aber das wird den Gaspreis entlasten. Und wir sehen eigentlich, dass in diesem Jahr der Gaspreis sehr konstant ist, kaum Bewegung nach oben und unten hat. Das ist relativ, hier ist das ganze Jahr nochmal hier, letztes Jahr Abschwächung gehabt, aber in diesem Jahr extrem konstant. Das ist sehr untypisch, aber ist meines Erachtens auch ein Zeichen von dem, dass wir hier dort bald eine Entspannung sehen. Wir haben bei 82, 92 reden noch keine Company, dass derer gut geht. Aber mit diesen LNG-Exporten, die dann dementsprechend auch anfängt, gibt es eine Entlastung auf dem Markt selber, der uns dann dementsprechend befeuern könnte uns im Gaspreis. Wir werden da jetzt keine Preisexplosion sehen. Warum? Dazu kann es zu leicht produziert werden im Marcellus-Gebiet, aus der Marcellus-Formation. Das ist zu einfach und dadurch werden wir da keine Preisexplosion sehen. Andererseits ist es natürlich so, alle diejenigen, die dort produzieren, können damit einen schönen Profit machen und das zählt eigentlich. Alles andere ist uninteressant. Das wollte ich Ihnen nur schon mal kurz rüberwerfen. Damit wären wir auch jetzt schon am Ende. Wird sicher nur die nächsten Tage extrem spannend werden und wir werden sehen, was dann dementsprechend der Markt uns so bringt. Wir hören sicher noch diese Woche sicher des Öfteren und ganz spannend wird es dann nachher sein. Gehen wir auf die 10,4, machen wir dann einen Put oder nicht? Ja, ich wünsche Ihnen viel Erfolg, viel Spaß und vergessen Sie nicht auch dementsprechend ab und zu mal Positionen zu verkaufen. Tschüss.